Willkommen zurück hier bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Und dann aber einen Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Das Spiel ist so halb neu. Ich habe das Spiel schon mal teilweise, glaube ich, in Let's Play gesehen. Ich glaube, ich habe es nie zu Ende geguckt. Und ich erinnere mich auch nicht mehr an alles. Ich hätte auch da so reingekonnt, aber egal. Okay, ja, aber das kann ich ja immer machen. Und ich ziele nicht auf 100%, ne? In die Richtung vielleicht, aber ich ziele nicht unbedingt auf 100%. Jetzt bei Spielen, die ich blind spiele, halt immer ein bisschen schwierig. Ich versuche so nah wie möglich ranzukommen halt. Aber wenn ich was verpasse, dann ist das halt so. Wo geht's jetzt hin? In die eisigen Gebirge da hinten? Nee, in den Wald davor. Wieder mal ein Wald. Ein düsterer Wald. Ein Wald voller Gefahren. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels angetragen. Das muss der Ort sein, an dem das vierte Sternjuwel zu finden ist. Wir sollten uns das wieder von Professor Gumbad erklären lassen. Noch wichtiger wäre allerdings, ihm von der Mail der Prinzessin zu berichten. Oh je. Oh je. Was? Die Kerle, die Prinzessin entführt haben, wollen die Welt erobern? Genau, und dazu brauchen sie wohl auch den legendären Schatz. Ha, die Situation ist also ernster als vermutet. Es ist nämlich so, ich habe erforscht, was dieser legendäre Schatz ist. Und in einem der Bücher habe ich etwas Furchtbares darüber erfahren. Demzufolge enthält die Truhe in Wahrheit den Grund für ein großes Desaster. Eben des Desasters, das vor langer Zeit die versunkene Stadt vernichtet hat. Und die Kerle wollen sich nun dieses Desasters bedienen, um die Welt zu erobern? Ich weiß nichts Genaues, aber diese Möglichkeit muss man wohl in Betracht ziehen. Auf jeden Fall dürfen diese Kerle den Schatz nicht in die Hände bekommen. Wenn doch, wird auch diese Stadt... Nein, vielleicht wird sogar die ganze Welt untergehen. Also sollten wir dann nicht das nächste Sternjuwel so schnell wie möglich finden? Ganz meine Rede. Laut Karte ist das nächste Sternjuwel im Düsterdorf. Düsterdorf? Da kann ich euch auch nichts Genaueres darüber sagen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein düsteres, unheimliches Dorf. Einen Moment. Also, in den Katakomben soll es eine Röhre geben, die dorthin führt. Sie muss genau unterhalb von Westend liegen. Wenn du sie nicht findest, sprich mich einfach noch einmal an. Unterhalb von Westend also. Danke, Professor. Na los, Mario, wir sollten uns beeilen. Oh. Mario, Kupio, geht es euch auch gut? Kupio, ohne dich fühle ich mich so einsam. Kupio, in deinem Haus riecht es noch nach dir, aber wenn du nicht da bist, fühlt es sich so leer an, wenn du verstehst. Naja, in letzter Zeit riecht es eigentlich mehr nach Kupador, sein ganz komischer Geruch. Bestimmt, weil er so lange im Lorats Bauch war. Ein seltsamer Geruch ist das. Aber ich gewöhne mich besser schnell daran, weil Kupador ja irgendwann auch mal mein Schwiegerpapa wird. Huch, was habe ich denn jetzt geschrieben? Ich schick's einfach ab. Kopine. Oh, wie süß. RAD Ausgabe 2. Rolling heute. Unglaublich. Toadsworth 60, der geschätzte Dauergast im Toadhaus, zeigt gesteigertes Interesse an Raclette.
an Raclette. Bekannte der verwöhnten Köttin sorgten sich, diese würden sich belästigt fühlen. Davon aber keine Spur. Toads wie er sind mir gar nicht einmal unsympathisch, so die Aussage der Küchenfee. RRD bleibt am Ball und berichtet weiter. Shopping-Detektiv. Sehr interessant ist der Shop von Bubuwix im großen Baum. Die Firmenpolitik des gemütlichen Inhabers, Reichtum und Kundschaft werden leicht untreu. Man darf sich deshalb nur nicht verkrampfen. Irgendwie verständlich, dass der Laden nicht wirklich gut läuft. Hierzu der eigenwillige Geschäftsbubu. Mein Laden liegt zwar etwas abseits, aber ein Besuch lohnt sich. Als Service für Radleser oder RD-Leser verteilt Bubuwix in den nächsten 15 Minuten bei jedem Einkauf die doppelte Menge Rabattpunkte. Rezeptecke. Heute steht Pfeffersuppe auf dem Menü. Einfach eine Feuerblume auf kleiner Flamme kochen. Fertig. Reich an Rapier und PP. Auch als Zwischenmahlzeit. Immer wieder gern gegessen. Zum Schluss. EHD. Nützlich aktuell. Freut dich auf die nächste Ausgabe. Herausgeber, Redaktion, Förderverein Rohlingen. Wir müssen auch die Aufträge eigentlich machen, die Missionen, ne? Ich mal gucken, dass ich die demnächst auch mal angehe. Aber läuft ja bestimmt nicht weg. Ja, da vorne konnte ich nicht rüber vorher. Aber dank ihm hier. Also. Okay. Peinlich. Das habe ich verdient. Das habe ich so sehr verdient, Mann. Was ist nur los mit mir? Ich weiß es auch nicht, oh nein. Wie soll das gehen? Ich habe doch keine Ahnung, Mann. Ich weiß es doch auch nicht, verdammt. Yay, ein Ding bekommen. Habe ich nicht den Orden ausgerüstet, der genau das verhindern soll? Kommen wir da nicht wieder hoch? Achso, doch, oder? Muss ja wirklich von hier aus wieder loslaufen, okay. Na, Potato Pet ist sehr, sehr doof. Hat den Sprung nicht hinbekommen. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Was ist hier los, Mann? Ich weiß es auch nicht, verdammt. Ich flüchte einfach mal. Da, weil das hat doch keinen Sinn, verdammt. Ich weiß auch nicht, was ich tue. Da. Lass mich in Ruhe. Das ist. Also beim dritten Mal, wenn es jetzt auch nicht klappt, dann wird es echt peinlich. Geht doch. Insignia der Sonne halten. Können wir die eigentlich auch wegmachen? Nö. Was ist hier hinter? Düsterdorf. Nee, da gehe ich jetzt auch nicht hin. Oh mein Gott. So geht's auch. Na gut, dann gehen wir da mal hin, ne? Auf in die Röhre mit uns. Die Röhre ist verstopft. Die Röhre wirft dich wieder zurück.
Was soll das denn, du blöde Röhre? Wir sollten dem Professor davon erzählen. Oh nee, ich würde hochlaufen müssen. Ah, ich wollte ihn extra erst angreifen. Ich wollte wissen, ob das funktioniert. Ich hatte einen Orden dafür oder nicht. Wie unfair ist das bitte? Ich weiß es doch auch nicht. Verdammt, Mann. Ich will hier nur weg. Ah, der wird instant gekillt, wenn ich zuerst angreife, okay. Gut zu wissen. Kann ich zeigen. Ich kann ihn echt mal rausmachen. Da 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 da. Ich bin noch nicht zurück in alte Gebiete gegangen mit neuen Fähigkeiten. Vielleicht machen wir das nach dem nächsten Kapitel mal, dass wir in alte Gebiete gehen. Und uns auch mal richtig umschauen und so. Wie viel Sternensieg den haben wir eigentlich gerade? 3, wir können ihn upgraden. Natürlich heißt er Potato bei mir. Aufwuchs! Naja. Wir wissen schon Bescheid. Möchtest du auch die Ringe deiner anderen Freunde erhöhen? Kann ich nicht. Professor, wir waren an dieser Röhre nach Düsterdorf, aber die spuckt uns einfach wieder aus. Ich glaube, die ist kaputt. Was? Man kann nicht in die Röhre hinein? Dann weiß ich auch nicht weiter. Aber Moment mal, ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Irgendwo in Roding soll jemand aus Düsterdorf wohnen. Der müsste doch eigentlich wissen, wie man durch die Röhre gelangt. Wie war da gleich sein Name? Genau, er heißt Finstus und er treibt sich meist in finsteren Ecken herum. Neulich habe ich ihn hier in der Nähe rumlungern sehen. Sucht also nach Finstus. Du findest Infos zum Thema Bowser auf der Rückseite des Papiers. Diese Infos werden in deinem Lexikon gespeichert. Oh. Das war viel, weil ich nicht, okay. Weil ich nicht gescannt hatte, ne? Als ich ihn bekämpft habe. Ist aber nett, dass es hatten. Da 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 da. Machen wir echt da oben schon? Nö. Aber da kommen wir gar nicht hin, oder? Nö. Kommen wir da nicht mit ihm sogar rüber? Klar kommen wir da mit ihm rüber. Hä? Easy. Easy. Ich bin Pierre, der kleine Dieb. Früher war ich Geologe in den Katakomben, aber davon konnte ich nicht mehr leben. Moluski hat mich dann unter seine Fittiche genommen. Ich habe mein Laufbahn als Geologe aufgegeben und bin nun selbstständiger Dieb. Toller Karrieresprung, findest du nicht? Ach, du bist es. Du wolltest also, dass El Pamon dir hilft, nach Falkenheim zu kommen. Als ich noch mehr Einfluss in dieser Stadt hatte, bin ich auch oft dorthin geflogen. Ich hier nichts lesen können. Ja, aber der einzige Scan, den ich verpasst hatte.
Weil ich beim Bowser-Kampf halt tatsächlich nicht drauf geachtet habe, das zu scannen. Ich habe schon erkannt, dass hier ein Weg ist. Ah, guck mal, wer da hinten ist. Heute habe ich wieder mit gezinkten Karten die Leute abgezockt. Aber einer ist mir auf die Schliche gekommen, als habe ich mich hier verrochen. Sag bloß keinem, dass du mich hier gesehen hast. Wo ist der Finstidor, der finstere Typ? Ich sehe den Finsteren nicht. Aber einen Sternsplitter habe ich gefunden. Aber es soll wohl wieder gehen, war? Ich sehe ihn nicht. Er ist wohl so finster, da erkennt man einfach nicht. Hallo, ich bin Finstus aus Düsterdorf. Was willst du von mir? Was? Du willst wissen, wie man durch die Röhre nach Düsterdorf kommt? Ganz einfach, du musst etwas bei dir tragen, worauf dein Name steht. Hast du etwas, worauf dein Name steht? Warte, ich schreibe dir etwas. Wie heißt du? Mario? Dann schreibe ich dir das hier hinten drauf. Erledigt, und nur noch für deinen Partner. Wie heißt du? Potato! Ui, das kitzelt. Was auch immer ihr in Düsterdorf wollt, ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich fürchte, das werdet ihr brauchen. Da ist auch noch eine Truhe, aber da kommen wir glaube ich nicht hin. Oh mein Gott, wir sind Einbrecher hier. Oh! Man kann ja nicht rüberspringen. Also man kann mit ihnen nur nach links und rechts, okay. Boah, ich bin fast runtergefallen. Oh, wer bist du denn? Sei gegrüßt, ich bin der Trobador, Waldherr von. Jeden Tag sitze ich hier oben und erzähle Geschichten. Ich kenne die gesamte Legende der Stadt Rohlingen. Wenn du willst, erzähle ich dir etwas, allerdings kostet es dich ein paar Münzen. Möchtest du einen Teil der Rohlinger Legenden hören, such dir einfach etwas aus. Der furchtbare Dämon. Der Teil über den furchtbaren Dämon kostet dich 5 Münzen. Vor langer, langer Zeit gab es hier eine prosperierende Stadt. Aber eines Tages wurde sie von einem Dämon aus der Welt der Finsternis zerstört. In den Büchern ist von einem schrecklichen Unglück die Rede. Aber dieses Unglück war in Wahrheit der besagte Dämon. Diese Stadt versank und ein Teil von ihr wurde fortan als Palast des Dämons benutzt. Dieser Erzdämon versetzte die Menschheit in Angst und Schrecken. Er schickte Unterdämonen aus, um ihnen die Herrschaft über die Welt zu sichern. Im Palast des Erzdämons müssen sich somit riesige Schätze befinden. Wenn du noch etwas anderes hören möchtest, lass es mich wissen. Eines Tages machten sich allerorts Helden auf, den Dämon zu besiegen. Im Feuertal lebte ein Toad mit übernatürlichen Kräften. Da er der Sprache nur ungenügend mächtig war, wurde er oft zum Gespött der Leute. Aber als überall im Land finstere Kreaturen ihr Unwesen trieben, war es dieser eigenartige Toad, der die Menschen von Unglück befreite. Seither wurde er nie wieder verspottet, sondern als Held gefeiert. Wenn du noch etwas anderes hören möchtest, ja, komm. Ein Wunderwald lebender weiser Gumba wurde auf seiner Gelehrsamkeit viel bewundert. Auch als viele Dämonen den Wunderwald heimsuchten, konnte er sie dank seines überragenden Verstandes in die Flucht schlagen. Er hatte die Fähigkeit, den Angriff der Dämonen vorherzusagen. Seither erforschte er Methoden zur Ausrottung sämtlicher Dämonen der Welt. Wenn du noch etwas anderes hören möchtest, ja, komm, wir hören uns alles an. Als ein Koopa auf Abenteuern gewahrte, wie die Welt um ihn in Finsternis versank, begab er sich ganz allein an einen gefährlichen Ort, die Dämonen herauszufordern. Diese fürchteten den Koopa, der selbst stark verletzt, wacker weiterkämpfte. Sie stellten ihm eine Falle, die ihn in Lebensgefahr brachte. Einer der Dämonen, ein Buhu, hinterging seine Kameraden. Dank seiner eigenen magischen Kräfte befreite er den Koopa. Dessen unermüdlicher Kampfgeist hatte den Buhu zur Reue gezwungen.
Der Buhu mit seinen magischen Kräften erteilte dem wackeren Koopa ein Rat. Zu zweit würden sie es nicht schaffen, den Dämon der Finsternis zu besiegen. Aber gemeinsam mit dem Toad aus dem Feuertal und dem Goomba aus dem Wunderwald. Die vier Helden vereinten sich also, um die Welt vom Dämon der Finsternis zu befreien. Und endlich erreichten sie einen Palast. Sein Palast. Oh, mehr können wir auch nicht hören. Ja, wenn die Geschichte mal fertig wäre, wa? Hehe. Können wir hier rüber gehen? Ich glaube fast, das geht nicht. Ich hätte aber nach rechts runterspringen können, dann wäre ich da unten gelandet, aber ich glaube, das wäre nicht gut. Zwei Sternsplitter sollen da oben noch sein. Ja gut, dann das ist easy peasy. Das ist kein Problem, die finde ich eben ganz schnell. Das ist doch gar kein Problem für mich. Moment. Das war zu früh. Der erste ist hier. Ziemlich offensichtlich. Zweites Amphienten. Achso, aber die kann ich auch nicht machen. Da fehlt mir ja noch die Fähigkeit für. Also das wisst ihr nicht, wie das geht. Hier ist doch gar nichts. Ja, aber die funktioniert ja nicht bei den Bodenplatten. Also zumindest hat sie bei mir bisher nicht funktioniert. Ich habe das schon mal ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Ah, oh, ich dachte, ich bin da runter. Ich weiß nicht, welche Bodenplatten du meinst. Kann natürlich sein, dass du die meinst, die natürlich funktionieren, aber diese Dinger, die immer nur so kurz hochgehen, die konnte bisher nicht durch. Das gibt's doch nicht. Ja, diese Dinge habe ich bisher nicht machen können. Ach so. Man muss daneben. Ach so. Ja, gut, das wusste ich nicht. Das habe ich jetzt erst gelernt. Ich dachte, man könnte durch in einen anderen Raum quasi, aber. Ich wusste nicht, dass man dann einfach daneben eine Stampfattacke gemacht hat, um ein Item zu kriegen. Okay, das war mir neu. Habe ich was dazu gelernt? Aber boah, da gab es noch einige, die ich bestimmt schon übersehen habe. Da bin ich mir sehr sicher. Ah, diese Truhe da oben, da bin ich auch mal gespannt. Können wir da irgendwie, wenn wir hier rüber reingehen, vielleicht da rankommen? Nicht so weit rechts, um da hinzukommen. Wir können hier aufs Dach. Vielleicht können wir hier irgendwas machen. Da fahren wir runter, aber wir können. Oh, ich sehe da was.
Ich meine, hier hinten waren wir schon, oder? Das war nichts Besonderes hier, nee. Das ist nichts Besonderes. Was willst du? Kommst hier einfach in mein Versteck hereinspaziert? Und wie gefällt es dir? Schwer zu finden, oder? Ein perfektes Versteck. Hier ist es so dreckig, dass es vor Kakerlaken wimmelt. Normale Leute würden sich hier nie reintrauen. Ja, ich bin aber nicht normal. Das ist der Nachteil. Aber ist ja so. Weiß mittlerweile, dass das Spiel hier da ist. Liegt doch einer. Ich hab's doch erkannt. Oh mein Gott, wie nah man dran sein muss. Alter Schwede. Das ist übel. Und mal ganz kurz mein Investment gucken. Oh, Mario, da bist du ja wieder. Eines Tages möchte ich auf einen Schlag reich werden. Wenn ich mein Öl finde, wird es dir Traum erfüllen. Ich nehme Beteiligung ab 100 Münzen entgegen. Du solltest etwas investieren. Oh, vielen Dank, dass du mir so viel Geld leist. Damit schaffe ich es sicher. Ich will dir Öl finden. Verlass dich auf mich. Yay, die 300 abgegeben. Hallo Mario, dank deiner Großzügigkeit konnte ich alle notwendigen Vorbereitungen treffen. Ich breche bald auf. Was für ein Abenteuer. Ich bin so aufgeregt. Ja. Bitte, hier ist auch noch irgendwo eine von diesen Platten. Aber sowas von. Boah, wie man jetzt einfach wirklich alles abhämmern muss dafür, um die zu finden. Warum ist hier eigentlich ein Schiff? Das war doch vorher nicht hier. Da ist bestimmt wieder ein Splitter versteckt hier hinter. Nicht? Dann da vorne drauf? Nö. Na gut. Ich hack diesen Ort jetzt einfach mal ab, ne? Außer sie ist hier oben. Der Part ist auch bald vorbei. Ich muss mich beeilen hier. Na, guck mal. Ich glaube, auf einen Screen gibt es immer nur eine maximal, ne? Das wäre eine gute Regel, um die zu wissen. Fürs Suchen. Wenn man eine gefunden hat, hat man alle, oder? Auf dem Screen. Willkommen, ich habe jede Menge brandneue Waren im Angebot. Was hast du denn so Schönes? Farben. Warum die Musik mal leiser wird? Wird natürlich ein Emulator-Problem sein mit der Musik. Die kann ich nicht damit mit dem Hammer machen, ne? Nee. Da brauche ich was anderes. Welchen Ort möchtest du haben? Aber so viele Dinger.
Ich glaube, man braucht die nur für hier, ne? Ich meine, die Dinger brauchen 6 Ordenspunkte. Dafür müssen wir auf jeden Fall deutlich mehr in Ordensdinger rein investieren. Schnellwechsel, 7 OP. Nehme ich erstmal den mit. Nein. Dann nehme ich schon mal den Kraftplus mit. Irgendwann werde ich ihn ausrüsten. Ach, ich brauche mehr Kraft. Huhuhu, dank dir ist meine Sternsplitter-Sammlung noch umfangreicher geworden. Wenn du was zum Tausch hast, komm mal wieder vorbei. Ja, irgendwann mal. Ja, du sagst ja was von Must-Have, aber ich... Ich habe kaum Ordenspunkte, ich kann die jetzt schon nicht ausrüsten. Ich hatte überlegt, ob ich irgendwelche Attacken rausnehme, wenn ich noch irgendwelche Attacken drin habe, aber ich glaube nicht. Na gut, Kraft plus Partner habe ich ja schon gerade schon. Ja, Erdbeben, Ausweicher kann theoretisch raus, aber ich kriege nicht nochmal 2 weniger, oder? Na gut, ich könnte natürlich, ja... Erstmal mehr Schaden machen. So, meine lieben Freunde, der Part ist aber vorbei. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Man verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.